Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunnen. Ja, wo waren wir? Wir haben in der letzten Folge das Feld riesig groß vergrößert. Wir sind dabei am Sehen. Wir sind immer noch dabei, eine Mission zu machen, wo ich dachte, das geht schneller. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Wir müssen noch mal kurz unseren Mähdrescher abtanken. Oh, komm. Was ist denn jetzt los? Gib doch mal Gas. Wir werden jetzt mal unseren Mähdrescher abtanken und dann werden wir das Korn gleich verkaufen. Aber das bringt auch nochmal schön Prozente. Gucken, schauen wir mal. Die drei Wörter. Dass wir auch die Mission schon abschließen können und uns das nächste Feld widmen können. Und gucken, ob wir das auch vergrößern können oder ob wir vielleicht da was hinbauen werden. Ha, ich weiß es noch nicht so ganz. Ich weiß es noch nicht so ganz. Das werden wir auf jeden Fall sehen. So, einfach mal ein bisschen in der Ego-Perspektive. Na komm, hier können wir runter. Unser Hund passt schön auf unseren Hof auf. Was heißt unser Hof? Wir haben nicht mal ein Farmhaus. Das müssen wir uns echt auch noch kaufen. Das kostet aber 350.000. Und da kann man halt, glaube ich, nur die Nacht überspringen. Da muss ich mir überlegen, ob es mir das wert ist. Aber erstmal müssen wir das Geld erwirtschaften. So, komm, gib Gas. 14.000 Liter. Letztes Mal waren 11.000 Liter drin. Das hat, glaube ich, 10-12% gebracht. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Prozent wir diesmal kriegen. Da habe ich gar nicht ran gedacht, gesehen, dass man das auch abfahren muss. Ich dachte, sonst wäre das abgebildet gewesen. Da war aber nur ein Mähdrescher abgebildet. Für die nächste Folge wissen wir Bescheid. Aber Leute, ich würde auch sagen, wir machen auch nur Missionen um die Felder, die wir uns eventuell kaufen würden. Die 18, das wäre auch noch so ein Kandidat, das Feld, was wir uns zulegen könnten, was alles so nah schön am Hof ist. Und gerade, finde ich, müssen wir mal gucken. So, jetzt hier runter. Da war gleich ein kleiner Schleichweg in der Stadt, der gleich hochführt zur Verkaufsstelle. Da fahren wir auch diesmal hoch. Nicht ran vorbei wie das letzte Mal. Hier gucken wir, unser kleiner Fendt, der muss hier richtig arbeiten. So, und runter hier. Komm, fahr. Da blinkt es. Und da vorne links. Und dann geht ein kleiner Pfad da hoch. So, ein bisschen bremsen. Rum um eine Kurve. Und da geht der kleine Pfad. Oh, er ist schon wieder bei 80%, ne? So, und rauf kurz hier. Und rum um die Kurve. Und schafft das hier hoch, schafft das hier hoch, schafft das hier hoch. Mit trotz Pflegebereifung schaffst du es. Gib alles. Ah, schaffen wir. Er schafft es. Fanpower halt, ne Leute? Mich würde es mal interessieren, was fahrt ihr eigentlich am liebsten für Traktoren? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Fendt, John Deere, Deutz, New Holland, Klaas. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann mal gucken, vielleicht, oder ihr, vielleicht wollt ihr auch mal einen bestimmten Traktor sehen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Es sind bestimmt schon jede Menge Mods draußen. 61 Minuten waren auf Feldtransport. Okay. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare, welche Mods wir mal austesten sollen oder was für. Wie heißt es? Was für neue Traktoren? Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Aber ihr wisst es, wir erschießen uns kein Geld, wir erspielen es uns. Und wir müssen uns das Geld erstmal erwirtschaften, bevor wir irgendwas kaufen können, ne? Ich weiß, das wisst ihr, ich brauche das gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem nochmal. Wow. So. Und rum um die Kurve. Und jetzt werden wir hier lang. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir so einen langsamen. Einen langsamen. Ah, Betonmischer vor uns. Oder ist er so langsam? Den kriegen wir gerade gar nicht. Ja gut, es geht bergauf.
Oh, unser Drescher ist auch schon wieder voll. Da fahren wir auch gleich hin. Ich glaube, in der nächsten Folge, spätestens über den übernächsten, haben wir das Feld auch fertig gemacht. So. Jetzt müssten wir ihn vielleicht ein. Warum blinkt er denn? Ist doch gar keine. Du brauchst doch gar nicht blinken. Wow. Können wir das? Schaffen wir. Ja, schaffen wir. Sehr schön. Fan-Power. So. Ah, mein Lieblingsfan ist noch nicht da. Der 900. Fan 700 Vario. Den gibt es leider noch nicht. Ja, gut. Das Spiel ist jetzt auch erst das zweite Tag auf dem Markt. Ich will nicht meckern. Ihr wisst, was ich meine, ne? Alte Alice-Hasen, die wissen genau, was ich meine. Bin froh über jeden Mod, der rauskommt. Die Leute machen das alle freiwillig, die kriegen dafür keine Kohle. Und teilweise sind die Mods echt geil. Viele. Mal gucken, was der 19er so bringt für die nächsten 2 Jahre. Sehr schön, er steht auch richtig rum. Zack. Oh, bald ist das Feld fertig. So, komm. Du kannst ja noch gleich weiterfahren. So, du bist dran. Dich müssen wir starten. Senken, nee, senken nicht, aber anmachen können wir dich. So. Dann fahren wir jetzt mal hier lang. Ich weiß, ich wollte eigentlich eine gerade Kante, aber hier kriege ich als nächstes dann die gerade Kante. So, oh, hier haben wir aber auch so ein bisschen übersehen, ne? Muss ich sagen. Und wenn wir das Feld fertig haben, dann können wir ja mal gucken, was wir uns vielleicht an Tieren holen, weil ich so auf rein Ackerbau, das ist nicht so meins. Irgendwas mit Tiere muss schon sein. Und dann wollen wir mal gucken, was wir für welche Tiere brauchen. Und was wir an unserem ein Feld anpflanzen können, was derzeit noch da ist, was wir noch nicht bearbeitet haben. Und was wir da sehen können, was wir vielleicht für die Tiere brauchen. Boah, das war wieder sehr schwerfällig. Zack, und runter und weiter geht's. Ja, das Feld haben wir auch bald fertig, das kriegen wir. Ich will jetzt nicht versprechen, die Folge schon noch fertig, aber es könnte knapp werden. Wenn wir das Stück da hinten nicht noch hätten, dann könnten wir es sogar fast schaffen. Aber 18 km/h Drillgeschwindigkeit, das ist schon, ich glaube, das ist sogar auch fast zu schnell. Ich glaube, mit 6, 7, 8 km/h drillt man. Bin ich mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. So, Leute, und wieder runter. Wow, da ist er glatt weggerutscht. So, und weiter geht's. Ah, könnte knapp werden in dieser Folge. Der erste Raps, der wächst schon. Rüber. Ja, und dann werde ich sagen, danach werden wir erstmal vielleicht keine weitere Mission machen, weil das dauert echt lange, habe ich festgestellt. Und ihr glaube ich auch, außer sie ist neben uns, wenn wir unseren eigenen Drescher noch nicht brauchen, können wir uns ja so lange noch an Missionen halten, um zu warten. Oder wir, ich weiß nicht, ob wir vorspulen sollen, wenn wir unsere Felder fertig haben. Vielleicht könnten wir ja. Da werde ich noch mal sehen. Und für die Sachen, die wir uns noch kaufen, Kredit habe ich glaube ich noch gar nicht genommen. Kredit könnten wir sogar auch noch aufnehmen. Aber erstmal werden wir das Feld fertig machen, die Mission, und dann werden wir mal gucken, was wir kaufen könnten, welche Tiere oder was noch für einen Hof gebraucht, vielleicht ein Fahrsilo. Das wäre auch noch mal toll. Das sehen wir aber auf jeden Fall so. Anheben. Senken.
Insofern fahren wir jetzt auch vielleicht noch ein, zwei Mal hoch. Aber da haben wir auch schon wieder so ein Stück verpasst. So, na komm. So, und dann da oben noch zwei, drei Mal. Dann haben wir das auch. Müsste dann nicht auch gleich die Ansage kommen, dass unser Drescher auch wieder fast voll ist. So, dann können wir auch gleich wieder anheben. Einmal anheben. Einmal senken. Sehr schön. Gut, mit dem Vergrößern haben wir uns jetzt unten ein bisschen mehr den Platz weggenommen, ne? Dass wir so einfach rechts und links fahren können. Also vom Feld und einfach drehen und zurück. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht vergrößern wir auch in der nächsten Saison das Feld nach unten, da hinten ein bisschen noch. Weil wir sowieso, glaube ich, da nichts hinstellen können. Glaube ich, da passt nichts hin. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht ein Fahrsilo rechts in der Ecke da oben. Das sieht aber auch doof aus, direkt am Straßenrand. So. Und zack. Einmal drehen. Senken. Und zurück. Und geradeaus. Sehr schön. Oh, da haben wir so ein Stückchen übersehen, aber meine Güte, wir sind nicht perfekt. Ich würde auch mal sagen, dass so GPS, der Mod ist echt geil, dass das vielleicht auch mal so direkt ins Spiel verbaut wird, weil GPS ist ja halt in Traktor verbaut, in den neueren, die haben das glaube ich alle, die älteren nicht, dass man das so als Feature vielleicht machen kann, nur GPS mit dem Traktor, man zahlt da dann halt eine X-Summe mit drauf als Verbesserung, das wäre auch mal geil so für vielleicht LS21. Was sagt ihr denn dazu? Das könnt ihr mir auch mal in den Kommentar schreiben. Oder wie eure Eindrücke von LS19 sind. Jetzt ist es ja schon dann fast eine Woche draußen. Wow, das war jetzt aber echt schlecht gerade angefahren. LS19 ist ja jetzt fast eine Woche draußen. Wie findet ihr es? Habt ihr schon Momente, wo ihr sagt, ja, bam, das haut mich vom Hocker? Oder sagt ihr, ist okay. Ist LS19. Es ist super, haut mich jetzt nicht so ganz vom Tisch. Das würde ich mich mal freuen, wenn ich da mal eure Kommentare zu. Also ich finde die Grafik, die sieht schon mittlerweile besser aus, als nicht so kitschig wie vorher. Man muss sich rausstellen, weil das Spiel lebt einfach von Mods. Mal gucken, was irgendwann rauskommt, die Tage. Ich glaube, die ersten sind auch schon fleißig am Moddern. So, aber wie gesagt, ich glaube, wir schaffen sogar in der Folge das Feld. Da gebe ich jetzt nochmal Gas, hier runter. Jetzt müssen wir noch zweimal hoch und runter fahren und dann haben wir das eigentlich geschafft. So, komm, hier lang. Sehr schön. Unser Helfer ist auch bei 80%. Das müsste sich fast austun. So, das Stück hier vorne müssen wir auch nochmal machen. Oh, warum ist das denn nicht gewachsen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, warum das nicht mitgewachsen ist. So, sehr schön. Und wieder heben. Rum um die Kurve. Und senken. Weg die Vögelchen. Nicht, dass uns den ganzen Raps raushauen. Aus dem Boden. Wieder. So, und runter. So, da haben wir das mit. Da vorne müssen wir noch das eine Stück. Und dann haben wir es doch in der Folge geschafft, das Feld fertig zu sehen. Und warum ist da vorne nichts gewachsen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht.
So, zack. Aus. Nicht darüber. Oh. Hoffe, ich habe da jetzt nicht so viel kaputt gemacht. Warum ist das Feld auch so dunkler? Ist das als Düngestufe? Das kann natürlich auch sein. Das sehen wir auf jeden Fall. So, Leute, wir haben das geschafft. Wir könnten. Oh, er ist voll. Wir tanken ihn jetzt nochmal schnell ab. Dann könnten wir in der nächsten Folge den Rest schon mal wegbringen. Und dann haben wir fast die Mission auch geschafft. Das haben wir geschafft. Da haben wir schon so einiges geschafft. In der ersten Woche Let's Play LS19. Ja, was heißt, wir haben viel geschafft. Ich muss sagen, ich spiele dazu, ich habe die ersten zwei Folgen am Stück aufgenommen. Jetzt die letzten vier habe ich am Stück aufgenommen. Ist halt nur eine Stunde Spiel. Ihr wisst, in einer Stunde Spielzeit kann man nicht ganz so viel schaffen, wenn man nur zwei Traktoren hat und so ein bisschen. Ihr wisst es. Auf jeden Fall, ich finde, wir haben einen guten Durchschnitt geschafft in der ersten Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein zu einer weiteren Folge Let's Play LS19 auf der Map Felsbrunn. Und tschüss!